Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-off hier zu einem neuen Video und heute diskutieren wir mal über die erste Trainerentlassung in der zweiten Bundesliga, denn die hat es ja bislang noch nicht gegeben in der neuen Saison, aber es könnte sicherlich jetzt so langsam die Phase beginnen, wo vielleicht doch mal der erste Trainer rausfliegen könnte. Ich finde es ganz interessant, jetzt hier auch mal einen ganz lockeren Talk genau über dieses Thema zu machen und genau solche Videos möchte ich auch wieder in Zukunft etwas vermehrt machen. Deswegen heute mal mit Kamera. Ihr seht mich wieder in diesem Video und ihr könnt dann mal direkt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, ob ich es vielleicht etwas anders machen soll und was ihr auch generell für Themenvorschläge habt, die wir ab und an mal besprechen können. Und somit lasst uns heute mal über die Trainer sprechen, die aktuell in der zweiten Bundesliga wackeln. Welcher Trainer könnte als erstes rausfliegen? Ich habe mir also die zweite Bundesliga angeschaut, geguckt, welche Mannschaften nach sieben Spieltagen so ihre Probleme haben und damit auch, welche Trainer diejenigen sind, ja, deren Job am meisten gefürchtet werden könnte. Und da habe ich mir ein paar Namen rausgesucht und einer davon ist Jens Hertel. Der trainiert ja seit dem Sommer Eintracht Braunschweig. Viele von euch kennen ihn sicherlich auch noch als Chefcoach von Hansa Rostock. Und er ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat für eben den ersten Trainer-Rauswurf. Denn bislang bei Eintracht Braunschweig nach sieben Spieltagen läuft es noch nicht so wirklich rund. Wir haben hier einen Sieg, zwei Unentschieden und satte vier Pleiten eben nach den ersten sieben Spieltagen. Und das ist natürlich deutlich zu wenig. Klar, man konnte durchaus erwarten, dass Eintracht Braunschweig sich im Abstiegskampf wiederfinden wird, aber natürlich ist auch erneut der Anspruch, die Klasse zu halten. Auch deswegen hat man ja auch ganz bewusst auf den Trainer Jens Hertel gebaut, weil man eben die Überzeugung hatte, mit ihm wird es auf jeden Fall gelingen können. Was natürlich hier aber auch mitspielt, ist die Mannschaft, denn diese wurde im Sommer dann doch schon sehr verändert und eine solche neue Truppe muss sich logischerweise auch erstmal finden. Auch das gehört halt dazu. Ich fand zudem auch den Saisonstart nicht wirklich einfach, also es waren wirklich viele auch gute Gegner mit dabei. Und trotzdem ist natürlich dieser eine Heimsieg, den es ja gegen Schalke gab, wo ich auch selber live im Stadion war, deutlich zu wenig. Deswegen ist für mich auch jetzt dieser Zeitpunkt entscheidend. Für mich war es relativ logisch, dass Jens Hertel jetzt noch nicht irgendwie zur Disposition steht. Aber die entscheidenden Wochen beginnen genau jetzt. Denn ich glaube erstmal nicht, dass es ihn jetzt direkt treffen wird. Also, dass wir ihn als ersten Trainer haben, der entlassen wird in der zweiten Bundesliga aber es müssen auf jeden Fall nun Ergebnisse her. Jens Hertel könnte durchaus wackeln, aktuell ist das Vertrauen aber auf jeden Fall noch da. Blicken wir auf meinen zweiten Wackelkandidaten und anhand der Hintergrundfarbe könnt ihr schon erkennen, es ist ein Club mit einer grünen Farbe und somit landen wir bei Gräuter führt, besser gesagt bei Alexander Zorniger. Der ist ja seit Oktober letzten Jahres dort hauptverantwortlicher Cheftrainer. Und was mir dort in der vergangenen Saison immer wieder aufgefallen ist, war die fehlende Konstanz. Ich persönlich mag Zorniger als Trainertypen, weil er eben eine klare Spielidee hat. Genau dafür wurde eben auch jetzt der Kader ihm zur Verfügung gestellt. Und trotzdem muss man eben aktuell bilanzieren. So richtig funktionieren, tut es eben noch nicht. Man konnte bis hierhin zwei Siege holen, zwei Unentschieden, drei Pleiten gab es in der zweiten Bundesliga und damit steckt man so ein bisschen fest im unteren Tabellenmittelfeld. Denn auch diese Saison zeigt sich wieder, die Konstanz fehlt. Also wenn ich dann an den ersten Spieltag denke gegen Paderborn, war das eine tolle Leistung und dann ein paar Wochen später geht man an anderer Stelle wieder unter. Das ist dann schon wirklich krass, wie schwankend sich diese Mannschaft präsentiert. Und genau das bekommt Zorniger auch weiterhin nicht in den Griff. Und somit steht also aktuell ein Saisonstart, der natürlich nicht optimal ist. Ich glaube, darüber müssen wir nicht großartig diskutieren. Für mich zählt aber auch eine Sache. Diese Mannschaft, die kann auf jeden Fall mehr. Die Kritik auch an Zorniger ist natürlich durchaus da, denn vor dem Saisonstart haben ja auch viele gesagt, die Mannschaft die ist eigentlich schon besser geworden als in der Vorsaison. Vielleicht mit einem guten Saisonstart könnte man sogar oben mitschwimmen. Und am Ende ist man eben jetzt im unteren Tabellenmittelfeld. Somit ist man durchaus enttäuscht über diese ersten Spiele. Das war alles andere als erfolgreich. Und deswegen müsste diese Mannschaft eigentlich besser performen. Und da ist es auch dann nur logisch, dass über einen Trainer diskutiert wird. Und deswegen ja, muss auch Alexander Zorniger aufpassen, dass er schleunigst Konstanz in die Leistungen seiner Mannschaft bringt. Dann ist da auf jeden Fall was möglich. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir Fürth in ein, zwei Monaten in der Nähe vom oberen Tabellendrittel sehen. Wenn das nicht passiert, dann könnte es aber auch sein, dass wir hier in ein paar Wochen nach einem neuen Trainer suchen müssen. Coach Nummer 3 heißt bei mir Lukas Kwasniok, den ich schon seit mehreren Jahren verfolge. Denn wie ihr wisst, bin ich relativ nah dran, geografisch gesehen, an dem SC Paderborn und damit verfolge ich den Verein schon seit mehr als zehn Jahren und natürlich auch die Trainer, die dort so an der Seitenlinie stehen. Lukas Kwasniok tut das ja seit 2021, kam er ja damals als Nachfolger von Steffen Baumgart. Und hat es geschafft, diese Mannschaft innerhalb von einem Jahr so umzubauen, dass man in der vergangenen Saison unterm Strich sicherlich sagen konnte, das war eine richtig gute Spielzeit. Problem in der neuen Spielzeit, da läuft es auf jeden Fall noch nicht. Denn wir haben erst zwei Siege gesehen bei den Paderbornern, es gab zwei Unentschieden und drei Pleiten. Und ähm, was auch eben mitschwingt, und das muss man, finde ich, schon so deutlich ansprechen. Der Kader ist aber auch schlechter geworden als im Vorjahr. Also in der Vorsaison fand ich echt, hatte Paderborn eine richtig gute Mannschaft und dort hat eben auch das Offensivkonzept von Lukas Kwasniok sehr, sehr gut funktioniert. Nun hat man zum einen eben eine etwas geringere individuelle Qualität plus eben auch immer wieder Verletzungspech, was es logischerweise auch nicht einfacher macht. Trotzdem erwartet man logischerweise von einer solchen Mannschaft deutlich mehr und das muss sich eben auch Kwasniok. Ja, ganz klar, ja, anschreiben lassen. Klar, es gab auch drumherum viele Diskussionen über den Sommer hinweg mit der ganzen Geschichte Quasniok und Mallorca. Das Verfahren gegen ihn wurde mittlerweile eingestellt und damit gilt jetzt eben auch die volle Konzentration auf das Sportliche und genau dafür sind wir auch hier da, um das zu beurteilen. Und dort ist eben das Urteil relativ klar. So wird es Paderborn in der kompletten Saison schwer haben. Klar, auch dort gab es jetzt ein, zwei gute Spiele. Auch gegen Magdeburg hat man zum Beispiel letztes Wochenende vieles richtig gemacht, aber sich eben dann doch nicht belohnt und am Ende durch eine nicht mehr so starke zweite Halbzeit doch durchaus noch verdient den Ausgleich kassiert. Und deswegen ja, ist das Vertrauen in Lukas Kwasniok natürlich auf jeden Fall noch da, weil man natürlich auch ganz genau weiß, er kann eine Mannschaft entwickeln, eine Mannschaft formen. Aber bei einem solchen Negativstrudel ist hier auf jeden Fall nichts auszuschließen. Und deswegen für mich auch Lukas Kwasniok, einer der Kandidaten, ja, der möglicherweise bald um seinen Job zittern muss. Die Farbe im Hintergrund hat sich nur leicht verändert, wir sind nämlich von blau zu lila gekommen und damit von Paderborn zum VfL Osnabrück. Dort steht ja seit der letzten Saison Tobias Schweinsteiger an der Seitenlinie und er hat es ja geschafft, den VfL in die zweite Bundesliga zu führen. Und natürlich hast du bei einem Aufsteiger noch mal etwas andere Erwartungen, auch andere Ansprüche. Und trotzdem ja, ist der Saisonstart bis hier auf jeden Fall nicht einfach. Und man merkt auf jeden Fall, jo, für Osnabrück wird es eine schwierige Mission, am Ende der Saison die Klasse zu halten. Das ist natürlich das ausgegebene Ziel vom Verein, was ja auch vollkommen richtig so ist. Aber man hat ja an den ersten sechs Spieltagen nur einen Punkt geholt. Mein Gefühl dort war immer wieder: Osnabrück spielt eigentlich echt einen guten Fußball. Sie spielen mutig nach vorne, haben auch Lust wirklich Fußball zu spielen. Aber belohnen sich nicht und dann kann man vielleicht das Fazit ziehen, es soll wohl am Ende nicht reichen. Aber am siebten Spieltag, am letzten Freitag, gab es dann den Befragungsstag zu Hause an der Bremer Brücke, der Heimsieg gegen den Hamburger Sportverein. All das wird sicherlich einen enormen Glauben zurückbringen in diese Mannschaft, auch wenn natürlich unter anderem davor die Woche es diese 0 zu 7 Klatsche gab gegen Hannover 96. Also bin ich auf jeden Fall der klaren Meinung. Hätte Osnabrück auch gegen Hamburg verloren, dann wäre es sicherlich auch so langsam für Tobias Schweinsteiger eng geworden. Ich finde, er passt sehr gut zum Verein. Wie gesagt, die fußballerische Idee, die er auch mitbringt, das passt wirklich gut zusammen. Am Ende brauchst du aber eben auch Punkte. Die hat man gegen den HSV durchaus überraschend geholt und Schweinsteiger hat auch zu Recht diesen Rückhalt im gesamten Verein. Aber die nächsten Wochen, die muss man sicherlich abwarten, wie es dann bei Osnabrück weitergeht. Schafft man es nicht, nah dran zu bleiben an den Nicht-Abstiegsrängen, dann wird es logischerweise auch trotz guter Spiele, aber fehlender Ergebnisse auch für den Trainer irgendwann kritisch. Schafft es Schweinscheiger, den Schwung vom HSV-Spiel mitzunehmen, wodurch man eben auch dann ungefähr auf einer Ebene ist mit den Vereinen, die über einem stehen? dann wird man sicherlich auch erstmal genauso weitermachen. Das wäre auch dann vollkommen richtig so, aber die nächsten Wochen werden hier auf jeden Fall entscheidend. Und ich denke mal, einen Trainer haben von euch hier alle erwartet und auch ja, der ist mit dabei Thomas Reis vom FC Schalke 04, mein fünfter Kandidat. Denn aktuell ist die Kritik dort natürlich unglaublich groß. Es ist generell ein extrem schwacher Saisonstart. Schalke steht ja mit gerade mal zwei Siegen auf Relegationsplatz 16. Es gab die ganze Geschichte mit Ralf Fährmann und seinem Berater und eben jetzt jüngst noch das sehr deutliche Interview von Timo Baumgartel. Klar, am Ende wurde Baumgartel jetzt erstmal für eine Woche suspendiert und in die zweite Mannschaft geschickt, Thomas Reis. Er ja, spürt sicherlich noch das Vertrauen von seinen Verantwortlichen, aber, und das ist auf jeden Fall zu erkennen, es gibt bereits Risse zwischen der Mannschaft und dem Trainer und auch die Fans verlieren so langsam die Geduld. Und all das im Gesamtpaket bei einem solchen Traditionsverein mit der tabellarischen Situation sind ein Riesenproblem für einen solchen Cheftrainer. Thomas Reis hat sich durchaus ja, Verdienste erarbeitet in seinem nun fast ein Jahr auf Schalke. Er hat es beinahe geschafft, diesen Verein in der Bundesliga zu halten und das war auch ein großer Verdienst. Nun, in der zweiten Bundesliga, machte er aber auch durchaus offensichtliche Fehler, die Timo Baumgartel auch so offen angesprochen hat und jeder neutrale Beobachter auch schon vorher angesprochen hat. Und das deckt sich ja auch durchaus eben dann mit den Aussagen vom Spieler. Und deswegen ist eben auch Schalke ganz, ganz weit entfernt vom Aufstieg. Aktuell muss man sich erstmal darum kümmern, überhaupt eine Basis in diese Mannschaft reinzubekommen. Und natürlich muss sich diese Truppe vielleicht auch finden. Denn es gab im Sommer wieder einige Transfers. Es fehlen vielleicht auch ein, zwei Unterschiedsspieler. Aber wenn dann eben am Ende ein Trainer Fehler macht mit dem Thema Manndeckung, mit Thema Offensivspiel und das wirklich ja auch jeder in den letzten Wochen schon erkannt hat, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis hier ja, der Trainerstuhl frei wird. Die nächsten zwei Spiele, auswärts in Paderborn, zu Hause gegen Hertha BSC, bekommt Thomas Reis noch. Dann ist Länderspielpause und ich glaube, da ist Schalke auch der große Favorit, auf dem Trainerposten zu wechseln. Ihr kennt mich alle, ich mache sehr, sehr gerne solche Videos, fünf Trainer für den und den Verein. All sowas mache ich aber eben auch erst, wenn eine Entlassung offiziell ist. Trotzdem wollte ich vor allen Dingen auch hier die Thematik nochmal ansprechen, dass es tatsächlich ernst ist rund um Schalke, rund um Thomas Reis. Und hier könnte auf jeden Fall was in den nächsten zwei Wochen passieren. Wie gesagt, jetzt wurde Thomas Reis das Vertrauen ausgesprochen. Ob man das gut findet oder nicht, ist dann sicherlich nochmal eine andere Thematik. Aber man muss hier auf jeden Fall ganz genau hinschauen, denn Schalke droht aktuell das klare Ziel den Wiederaufstieg schon jetzt ganz weit in die Ferne zu rücken und dann vielleicht auch ja andere Personalien erstmal in den Vordergrund zu stellen. Am Ende geht es um den Club und da kann auf jeden Fall hier auf der Trainerposition bald etwas passieren. Und damit auch nochmal kurz ein Fazit von mir zu diesem Video, zu dieser Videoidee. Bislang gab es ja in der zweiten Bundesliga noch keinen Trainerwechsel und genau deswegen wollte ich mal echt gerne mit euch darüber sprechen, was man denn so denkt, wer sind die Kandidaten für eine mögliche Entlassung. Es gibt auch weiterhin meiner Meinung nach keinen klaren Favoriten, wer das sein könnte. Im Zweitliga-Check hatte ich ja zum Beispiel Dirk Schuster gesagt vom FCK. Mittlerweile läuft es aber dort wirklich gut. Das wird sicherlich nicht der erste sein. Aber, wovon ich überzeugt bin, zur nächsten Länderspielpause, eben auch genau dann in zwei Wochen nach den nächsten zwei Spieltagen, wird es spätestens einen Wechsel auf einer Trainerposition geben. Das habe ich Ihnen im Gefühl und wäre auch durchaus typisch, denn es ist schon fast unüblich, dass nach sieben Spieltagen tatsächlich noch alle Trainer im Amt sind. Vor allem Thomas Reis, der wackelt auf Schalke gehörig, aber auch in Fürth und in Braunschweig könnte ich mir vorstellen, dass dort innerhalb der nächsten zwei Wochen was passieren wird. Paderborn und Osnabrück, ich glaube, dort ist das Vertrauen auf jeden Fall noch groß. Und somit sind das mal meine fünf möglichen Kandidaten. Man hätte sicherlich auch nochmal über ein, zwei andere diskutieren können, aber ich glaube, wenn es in den nächsten zwei, drei Wochen eintrifft, dann aus dem Kreis von diesen fünf Vereinen. Und jetzt interessiert mich mal, was ihr dazu meint. Was denkt ihr, welcher Trainer in der zweiten Bundesliga könnte als erstes entlassen werden? Und wie findet ihr solche ja, Videos, wo ich auch ein bisschen einfach mal talke mit euch? Ihr auch natürlich eure Meinungen dazu schreiben könnt. Und wenn ihr es gut findet, dann schlagt auch mal gerne weitere Themen vor. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.